Die Grazer Fachhochschule Campus 02 hat in Zusammenarbeit mit Kraft aus Murtal Studienplätze für den Bachelorstudiengang Automatisierungstechnik in der Region Mura-Murtal bereitgestellt, da es dahingehend eine sehr große Nachfrage gab. Ja, ich denke, es sind die Zeiten vorbei, wo wir einfach sagen können, die Fachhochschule sperrt ihre Türen auf und alle strömen herein. Kraft aus Murtal hat es geschafft, in jahrelanger Vorarbeit hier eine gute Kooperation zu schaffen. Wir können Beruf und Studium miteinander verbinden und es ist eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Wir haben einen guten Partner vor Ort, der mit uns auch gemeinsam die Studierenden motiviert. Wir wollen sie ja zum Abschluss bringen. Und ich glaube, die Region profitiert sehr davon, dass die jungen Menschen jetzt nicht in ihrer sozusagen jungen Phase des vielleicht Ansiedelns etc. in die Städte ziehen, sondern auch hier wirklich in der Region bleiben und auch weiterhin gute Jobs finden können. Die ersten 12 Studenten beginnen bereits mit dem Wintersemester 2022/23 mit ihrem berufsbegleitenden Bachelorstudium. Also herausfordernd ist sicherlich, ich kann das jetzt noch nicht so gut beantworten, weil wir eben erst angefangen haben, aber es ist sicherlich schaffbar und Zukunftschancen sind eben in der Technik sehr gut und ich würde sagen, dass unser Studiengang sehr wohl die Zukunft bildet. Wir sind ja jetzt erst am Anfang vom Studium natürlich und jetzt ist natürlich sehr theorielastig und wie schon angesprochen in der jetzigen Pressekonferenz, dass dann zum Ende hin des Studiums die Praxis immer mehr überwiegt und auch der größte Teil dann vom Studium in Graz wieder sein wird. Ja. Für die Lehrveranstaltungen vor Ort werden die Räumlichkeiten der Firma Hage Sondermaschinenbau in Obdach zur Verfügung gestellt. Erst später in der zweiten Hälfte des 6 Semester dauernden Studiums wird der Schwerpunkt des Studiums nach Graz verlagert. Hage hat ja schon einige Absolventen von dieser Studienrichtung Automatisierungstechnik und momentan sind von uns vier Mitarbeiter dabei, die dieses Studium absolvieren. Automatisierungstechnik ist Informatik, das ist Maschinenbau und Elektrotechnik, also die Zukunftschancen sind unendlich wollend sozusagen. Der Studiengang ist außerdem eine wertvolle Gelegenheit, um die Region als Wirtschaftsstandort zu stärken und der Abwanderung der Jugend entgegenzuwirken.